Ahoi und zurück zu Monkey Island 3. Mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Parts Sound zwar besser war, bloß ein bisschen leise, sehr. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, in der Hoffnung, dass es jetzt doch jetzt nun wieder so ist, wie es früher war. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Soundkarte. Schönen Dank, Soundkarte. Du hast immer wieder was gut bei mir und irgendwann kippe ich ein Bier auf dich. Weiter geht's, wir haben nur 15 Minuten, wie immer. Und ja. Kurze Pause gehabt. Ja, kurze Pause nicht, ich habe einfach mal ein paar Tage geschlafen und weiter geht's. Gehen wir erstmal wieder hier hin. Weiß nicht. Oder hier nicht hin. So, ich muss mal gerade überlegen. Ich habe mir den letzten Part nicht angeguckt, verdammt. Ah ja, genau. Wir haben die Mannschaft rekrutiert und hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Wir brauchen noch ein Schiff. Ich nehme mal an, das hat damit was zu tun. Dann müssen wir noch die Karre müssen wir noch holen. Und ja. Fürs Schiff brauche ich wahrscheinlich noch irgendwas. Gott, schon wieder 2 Minuten fast rum und ich plapper mich wieder tot. Gehen wir mal zum Cabana-Jungen. So, was können wir mit dem Cabana-Jungen machen? Kann ich mir eigentlich noch ein Handtuch mitnehmen oder sagt er nö? Nett, flauschiges Handtuch. Cool. Können wir den damit ersticken? Ein trockenes Tuch hat einfach nicht den gleichen Schlag. Nass? Moment, das war jetzt eigentlich nur so aus Spaß gedacht. Kann ich ihn jetzt damit K.O. hauen? LOL. Was ist denn das? Papa Pichu. Die Waffe! Oh mein Gott! Jetzt können wir uns da das Öl mitnehmen. Können wir die Prothese benutzen? Ich hab Hunger. Das würde wehtun. Benutzen? Das würde wehtun. Angucken? Nichts verschönert einen Tag am Strand mehr als eine großzügige, fettige, frittierte Mahlzeit. Ja. Gucken wir uns das an. Hühnerwürstchen, vollgestopft mit haltbar gemachten Schnäbeln und Kehllappen. Essen. Nein. Manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Egal, essen. So. Was haben wir denn da? Wir haben jetzt das Speiseöl. Super, ich weiß zwar jetzt noch nicht, was ich mit dem Speiseöl machen soll, aber passt schon. Da kann ich noch nichts machen. Da muss ich irgendwie Papier oder so finden. Boah, verdammt. Wollen wir gerade überlegen, was haben wir denn da? Okay, das ist, glaube ich, die ultimative Waffe, mit der wir LeJuck fertig machen werden. Was habe ich noch nicht gebraucht? Das habe ich gebraucht, das habe ich gebraucht, das habe ich gebraucht, das habe ich gebraucht. Das habe ich noch nicht gebraucht. Habe ich gebraucht? Nicht gebraucht, nicht gebraucht. Gebraucht. War da nicht ein Zauberhut? Hab ich das schon mal? Nicht in meinem Ärmel. Oh, leck mich doch! Oh, mein Kopf! Presto. Mein Kopf! Es hat geklappt. Da ist etwas drin. Ich will. Ohne Scheiße, wie kommt man so auf so eine Kacke kommen? Na gut, das ist einfach. Verdammt, was ist das denn das überhaupt? Das A, C des Bauchredens. Nutzen. Das wäre ein einfacher Weg, sich mit dem Papier in den Finger zu schneiden. Es ist an sich interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. Okay, Moment, warte mal. Ganz kurz, sorry Leute, ich muss ganz kurz überlegen. Der Affe kann doch nichts sagen, ne? Und der eine Typ bildet. Was ist das für ein Buch nochmal? Bauch.
Das muss es sein, anders kann es gar nicht sein. Wozu brauche ich sonst ein Bauchredner-Ding? Leck mich am Arsch, wenn das jetzt das ist. Das muss es sein. Es kann nichts anderes sein. Nein, das muss es sein. Ab zum Schiff und zum Fenster hinaus. So, das muss es sein. Jawohl! Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem Sie Elaine vergraben haben. Folge dem Pfad mit dem offenen Auge zum X Südosten. Danke, so schnell kann ich lesen. Können wir alles mitnehmen? Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein Laib Plünderbrot vorstellen. Essen? Na, ich will kein Plünderbrot. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Was können wir denn hier noch so mitnehmen? Warum ist der hier noch? Ich will ihn nicht haben. Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Essig? Können wir Essig mitnehmen? Wir brauchen in jedem Spiel Essig. Ich will nichts haben, das so stinkt. Können wir Bananen mitnehmen? Hey, wo waren das? Ich will kein weiteres Biskuit. Bananen. Mir ist nicht nach Bananen. Können wir nichts mitnehmen? Können wir ihn mitnehmen? Besser nicht. Können wir ihn angucken? Es ist der furchteinflößende Pirat Le Chimp. Na super. Moment, das muss ich mir nochmal angucken. Folge dem Pfad mit offenem Auge zum X. Südost, Nordwest, West, Südosten. Zwei Schritte Nordwest, Nordosten, Ost, Süd. X markiert die Stelle. Was soll denn das bedeuten? Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Nein. What the fuck? Was soll das bedeuten? Oh Mann. Benutze Ruderboot. Zurückrudern. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Also ist die Mannschaft jetzt weg. Also müsste ich ja eigentlich jetzt ein Boot haben. Hoffe ich zumindest. Ich gehe mal zu den Leuten nochmal. Quatsch mal mit denen. Sind Sie bereit für ein Abenteuer, die Segel zu setzen? Natürlich. Ich treffe dich an Bord deines Schiffes, wenn du fertig bist. Okay, das hat mir auch nicht viel gebracht. Was soll das sein? Folge dem Pfad mit offenem Auge zum X. Da haben sie Elaine vergraben, aber wo soll die sein? Das kann ja nur am... Bringt das irgendwas am... Strand? Das bringt ja. Kann ich denn das irgendwie abpausen? Ein klammes Handtuch bringt hier nichts. Toll. Mit dem Öl? Ah!
Moment. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich geht's! Oh, Scheiße! Ja! Es ist die Karte, die den Weg nach Blood Island zeigt. Liebevoll von Blasidos Rücken gepellt. Oh, geht's! Schöne Stiefel, was? Entschuldigung. Hey, sieh dir das an! Ich hab echt dicke Knochen! Oh, oh, still! Da ist Captain LeChuck! Ihr Flaschen! Setzt die Segel! Wir fahren jetzt nach Monkey Island! Ich werde meine gesamte Armee der Untoten entfesseln! Und diesmal wird Elaine mir gehören! Oh, Elaine! Das wird ein süßer Tag in der Hölle, wenn du den feurigen Atem meines Kusses auf deinen Lippen spürst und meine untote Braut wirst! Jeden, der sich mir dabei in den Weg stellt, werde ich vernichten. Ihr leidenden Seeleute, ist es nicht herrlich, tot zu sein? Ja, wäre ich am liebsten auch. Ich geht's. Oh, dann zeigen sie das auch noch im Video. Boah, diese Karte, ey, das ist ja, boah, scheiße. Oh Gott. Kitty. Verdammt, das, ich krieg mich nicht mal ein. So, ich muss mir das nochmal angucken. Ich schreibe mir das am besten mal auf. Ich kann vielleicht sein, dass ich nicht jedes Mal reingucken soll, erstmal brauche ich einen Stift. Was für eine Vorbereitung, Alias, du hast doch nicht mal einen Stift parat. Na doch, so. Südost, warte mal, also Norden, Osten, Süden, also das ist ja da. Ich male das einfach mal in Pfeilen auf. Nordwest ist da oben. Komm, Norden, Osten, Süden, Westen ist da. Kommt mir irgendwie vor wie so ein Super Nintendo Passwort. Süden ist unten. Osten ist rechts. Norden, Osten. Osten. Südwest. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das jetzt bringen soll. Was soll man denn... Ich guck mir das nochmal an. Die Festung kann es nicht sein. Die Bucht ist auch nichts mehr. Den Beach, da möchte ich gar nicht mehr hin. Das ist ja eklig. Das muss ja denn nur noch hier sein. Ich meine, hier haben wir alles. Da haben wir auch, glaube ich, alles. Da haben wir alles. Wir können ja nicht in die Festung, die ist ja zu. Oder? Ist die jetzt aus übernatürlichen Gründen schon wieder offen? Und. Ne, ist nicht offen. Okay. Das muss ja hier was sein. Bloß wo? Wo könnte hier was sein? Halt! Moment. Norden, Osten, Süden, Westen. X Schaufel? Nee, oder? Sag mir nicht, dass das da vergraben ist. Warte mal, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Alles klar, das sehen wir im nächsten Part. Ob meine Vermutung richtig ist, aber ich denke mal, sie ist richtig. Also bis dann. Ciao.